Grüezi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Jetzt geht für mich wieder Dekorationszeit los. Im Sommer mache ich einfach nichts, da bin ich eh immer nur draußen. Und bin heute auf dem Hundespaziergang und habe Gräser gefunden und Hagebutten. Und habe gefunden, das bietet sich an für meine Schale unten mal etwas anderes zu machen. Das kommt bei mir ins Studio und ich zeige dir jetzt, wie ich das gemacht habe. Viel Spass dabei! Das ist jetzt meine Papiervase oder Übertopf. Wie man die macht, siehst du in einem anderen Video. Du bist herzlich dazu eingeladen, sie anzuschauen. Hier innen hat es eine alte Blechdose und darum kann man das also ohne Probleme mit Wasser füllen. Aber das ist ja heute nicht das Thema, sondern ich möchte darüber ja einen abstrakten Kranz machen, einen Herbstkranz oder einen Spätsommerkranz. Total minimalistisch. Und ich zeige dir jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich bin heute mit dem Hund aus und habe Hagebutten geholt und ganz normale Gras. Also es ist jetzt Gras, das jetzt am Trocknen ist. Die Bauern haben jetzt nochmal gemäht und man findet das überall ein bisschen. Mit dem probiere ich jetzt einen Kranz zu machen. Für das brauchst du noch Draht. Ist eigentlich egal, was für einen. Einfach Draht, damit du einfach ein Grundgerüst hast für das Gras. Und dann schaust du, wie groß du das willst. So ungefähr. Und dann tue ich das einfach nochmal ein grob so zu einem Drahtkranz oder so. Aber eben, wie gesagt, das muss nicht exakt sein. Das soll einfach nur ein bisschen Festigkeit gewährleisten. Und fixiere das am Schluss. Dann nehme ich von dem Gras und tue das einfach ganz wild um den Draht herum. Es wird jetzt nicht ein satter Kranz, sondern eher so ein lockerer. Und tue das einfach bei dem Draht jetzt dreimal umwickelt und dann kann man dazwischen auch immer rein, dazwischen von den drei Drähten. Ups.
Der Rest, der so etwas gar wild wegsteht, schneide ich jetzt wirklich einfach nur mit einer Schere ab. Das sind auch Gräser, die ich noch gefunden habe auf dem Spaziergang. Die tue ich jetzt mal drei arbeiten und mal schauen, wie das aussieht. Und die schiebe ich einfach so drin. Mein Vogelnest ist jetzt soweit fertig. Du kannst hier natürlich echte Blumen rein tun. Du musst einfach so ein kleines Glasröhrchen oder Kunststoffröhrchen nehmen, wo du Blumen kannst rein tun kannst. Und dann kannst du das wunderbar dekorieren. Oder jetzt natürlich die Hortensien, die man jetzt überall sieht, die kann man auseinandernehmen. Und könnte man dann auch so schön dekorieren. Aber ich, wie gesagt, mache Hagebutten. Wirklich minimalistisch. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Und dann kann man nämlich mit dem Draht, wo man den Kranz umwickelt hat, kannst du das nämlich gerade schön befestigen, indem du das einfach ein bisschen umwickelst. Das ist jetzt meine abstrakte Spätsommerdekoration. Und zwar tue ich hier jetzt noch ein Windlicht rein. Und dann kommt hier noch eine Kerze rein. Hier ist ja schon wieder früher noch dunkel wird. Natürlich eine schönere Kerze, die passt. Aber das ist die Idee. Und ja. Vielleicht ist es Inspiration für dich. Ist etwas, was auch wieder nichts kostet. Und du kannst allerlei hier drin dekorieren. Also, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bei mir kommt das ins Studio. Und von dem her soll das sehr, sehr schlicht sein. Ja, ich würde sagen, das war es. Ich biete natürlich auch Kurs an, gerade für die Vasen. Also wenn du Interesse hast, herzlich willkommen. Ich mache Kleingruppen und dann kannst du eigentlich machen, was du möchtest. Grosse, kleine oder du kannst eine Schale machen. Was dir gerade in den Sinn kommt, man kann eigentlich
praktisch alles mache aus Zeitungspapier. Also ich würde mich sehr freuen. Mach's gut. Umarm deine Liebsten. Bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Merci fürs Zuschauen.